Ja, die Restrukturierungskonferenz des Handelsblatts ist wirklich eine der etablierten großen Veranstaltungen mit 300 Gästen und Teilnehmern, eine der größten und wichtigsten für uns. Und hier werden mittlerweile an 2,5, fast 3 Tagen wirklich Restrukturierungsthemen diskutiert. Das klingt sehr technisch. Am Ende geht es aber darum, Unternehmen fit zu machen, für die Zukunft zu transformieren, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es geht auch um Sanierungsfälle teilweise, aber immer mit dem Ziel, ein Unternehmen einfach überlebensfähig und stark zu machen. Aus welchen Bereichen kommen die Menschen hier und was sind die Themen, die die Branche gerade umtreiben? Naja, Restrukturierer finden Sie vor allem bei den Unternehmensberatungen, aber auch in den großen Kanzleien, M&A-Beratungen, die diese Unternehmen bei Portfolioänderung, bei der Digitalisierung und bei Insolvenzfragen irgendwie beraten und unterstützen. Und deswegen, das ist ein sehr, sehr breiter Branchenmix unter diesem Namen Restrukturierung. Und ich glaube, das macht auch das Besondere dieser Veranstaltung aus, dass man sich auf verschiedenen Gebieten hier zusammentrifft und austauschen kann. Was treibt die Branche um? Was sind die Themen, die es zu besprechen gilt? Nein, ich glaube, die große Herausforderung ist natürlich die der Digitalisierung. Und jedes Unternehmen erlebt gerade einen brutalen Wandel und muss sich neuen Herausforderungen stellen. Die Frage, wie kriegt man das richtige Personal hin in diesen digitalen Profilen, die man braucht? Also wie bekommt man Programmierer, Kryptologen, Leute, die mit künstlicher Intelligenz umgehen? Wie verstärkt man den Bereich Robotik vielleicht in einem Maschinenbauunternehmen? Und das sind die großen Fragen, die im Mittelpunkt stehen und immer natürlich mit dem Hintergedanken, dass man draußen schauen muss, gibt es kleine Wettbewerber, kleine Start-ups, die einen angreifen können, die viel agiler sind und vielleicht das eigene Geschäftsmodell sogar noch besser kopieren. Ja, kommen wir zum Thema Geschäftsmodell. Wie sieht denn das Geschäftsmodell der Zukunft aus? Naja, das ist eine Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Ich glaube, bei jedem Unternehmen ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, das Geschäftsmodell wird viel stärker kundenorientiert sein als bisher. Das haben wir auf jeden Fall verstanden. Ich glaube, viele Unternehmen werden auch versuchen, im Bereich Industrie 4.0 vorne dabei zu sein, hoch innovativ bleiben zu müssen. Und ich glaube, die Unternehmen, die bisher sehr zentral gesteuert und geführt waren, werden künftig viel dezentraler organisiert sein müssen, damit die Agilität da ist, um auf Veränderungen in Teilen des Geschäftsmodells stärker reagieren zu können. So bis hin dazu, dass Unternehmen ja auch dahingehend unsere eigenen Digitalvorstände berufen, einfach um diesem Thema, dieser großen Herausforderung einfach auch Geltung zu verschaffen im Vorstand. Wie kann eine solche Konferenz vielleicht auch helfen, bestimmte Veränderungen umzusetzen, den Wandel vorantreiben? Ich glaube, das Besondere dieser Konferenz ist, dass dieser Wandel, diese Restrukturierungsherausforderungen immer an ganz vielen konkreten Beispielen diskutiert werden. Und in diesem Jahr haben wir uns auf den Automobilsektor fokussiert. Der ist im Wandel nicht nur gezwungen durch die Dieselaffäre, sondern einfach dadurch, dass die Kunden was ganz anderes wollen. Es geht um Mobilität. Das Markenvertrauen ist zwar immer noch wichtig und elementar, aber die Frage der Mobilität ist vielschichtig. Es geht um Carsharing, es geht um Pooling-Fragen, es geht um autonomes Fahren und die Batterietechnik, die in Deutschland noch nicht besonders weit entwickelt ist, auch das Angebot an Elektroautos ist ein Thema. Wie man Riesenkonzerne wie VW, Daimler, BMW dorthin bekommt, auf die veränderten Kundenbedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig mit den chinesischen Herausforderern zu sein. Das ist das Thema in diesem Jahr.